Hallo meine Lieben, so heute ist es soweit, es gibt das große Seelenpartner-Reading. Ich muss euch ehrlich sagen, dass ich, ja, ich habe eigentlich gleich empfangen, dass es heute bei dem Reading speziell um dich geht, wenn du Schachmatt bist. Ich muss euch warnen, ja, es sind heftige Energien in diesem Reading. Mal gucken, dass ihr die Karten gut sehen könnt. Und wenn du in deinem Seelenpartnerprozess jetzt im Moment erkennst, dass das, was bislang du alles versucht hast, um dein Gegenüber in dein Leben, in dein real physisches Leben zu ziehen, wenn du jetzt spürst, dass dieser Weg zu keinem Ergebnis geführt hat und dir ganz klar ist, dass du kaputt gehst, wenn du den Weg weitergehst, dann bist du in diesem Reading gemeint. Wenn du dagegen einen Seelenpartner hast, ja, mit dem du bereits eine Beziehung lebst oder der bereits so weit ist, auf dich zuzugehen, ihr in absehbarer Zukunft vielleicht eine gemeinsame, ja, Lebenssituation anstrebt und die Energien schon weitgehend geklärt sind, dann kann es sein, dass du damit nicht in Resonanz gehst, ja. Aber wenn du wirklich mit deiner Kraft des Kampfes, des Sehnens, des Wollens, des Wünschens, des alles dafür Tuns, dass der andere in dein Leben kommt, wenn du mit dieser Kraft am Ende bist und jetzt nur noch eine Möglichkeit hast, nämlich die Situation zu verlassen, dein geliebtes Gegenüber mit seinem Prozess in seinen oder ihren Aufgaben sein zu lassen, dann bist du hier richtig. Ja, dann bleib bitte dran und lehn dich zurück. Ja, mach's dir bequem, weil es wird nicht angenehm sein, aber vielleicht hilft es dir und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Für alle diejenigen, die heute zum ersten Mal in meinen Kanal schauen, möchte ich ganz kurz erklären, wie das Reading zustande kommt. Und dieses Reading für die Seelenpartner, Zwillings- und Dualseelen ist angelehnt an das keltische Kreuz. Manchmal wandle ich es intuitiv ein bisschen ab. Ich mische die Karten des Tarotdecks, das sind insgesamt 78 Karten, und lasse für die jeweilige Position, die ich nachher auch erkläre, eine Karte herausspringen. Es wollten diesmal auch immer nur ganz klar eine Karte an jede Position fallen. Wenn die Karten liegen, mache ich eine Meditation über der Legung. Ich verbinde mich mit der geistigen Welt und versuche, Rat, Impulse und Hilfe für die Deutung anzunehmen, so dass ich euch das möglichst stimmig erklären kann, um welche Prozesse es hier geht. Ja? Heute an diesem Tag für die Energien, für die erste Aprilhälfte. Ich fange jetzt einfach an. Du wirst nach ein paar Minuten merken, ob du mit diesem Reading in Resonanz gehst. Ich fange mit dem Heftigsten an. Hier in der Mitte fragte ich nach zwei Karten für die Hauptenergie dieser ersten Aprilhälfte. Und es fiel als erstes der Page der Stäbe
Und als Ergänzungskarte die 10 Schwerter. Der Page der Stäbe bringt einen Impuls zu uns. Ja? Er steht für Mut, für Tapferkeit, dafür einen Schritt zu tun, vor dem du dich noch vor einigen Wochen, vielleicht sogar vor einigen Tagen gefürchtet hast. Aber du bist an einem Punkt, wo du weißt, wenn du diesen Schritt nicht machst, ist es dein Untergang. Du weißt, dass jetzt die Zeit reif ist, einen Schritt zu machen, hin zu dir, weg von allem Wünschen, Sehnen, Hoffen, Bitten. Ja, weg davon. Hin zu dir. Mir kam hier in der Meditation dieses Wort Todesstoß. Du siehst hier diesen Mann mit den 10 Schwertern im Rücken. Ich habe das Gefühl, dass viele von euch sich so fühlen. Ganz oft verletzt, ganz oft zurückgestoßen, ganz oft respektlos behandelt. Wichtig dabei, dass was der andere tut, ja, wenn er euch zurückweist, wenn er euch respektlos behandelt, das tut er als Seelenpartner in Liebe. Es ist schwer zu verstehen, aber sei dir dessen bewusst. Er möchte dich, indem er dich von sich wegstößt, hin zu dir stoßen. Und das kam mir hier ganz deutlich. Ja. Diese Impulse, die du von außen erhältst, führen dazu, dass du weißt, wenn ich diese Situation nicht verlasse, wenn ich mich weiter in der Situation des Wünschens, Hoffens und Sehnens, des Kontaktierens, des SMS-Schreibens, des E-Mail-Schreibens, des Facebook-Seite-Aufsuchens befinde, werde ich so sehr leiden, dass es eigentlich mit Worten nicht mehr zu beschreiben ist. Ja? Du erkennst, du musst jetzt umkehren. Du musst für dich einstehen, für dein Heil, für deinen Seelenfrieden, für deinen Wert und eine Situation verlassen, die dich schachmatt setzt. Ich habe gefragt, aus welcher Energie kommst du? Also was war vielleicht jetzt ausschlaggebend, ja, für diesen Prozess? Schau mal, und welche Karte könnte uns das Tarot hier passender präsentieren als die 9 Stäbe? Die 9 Stäbe stehen für Verletzungen, sich selbst verteidigen mit letzter Kraft. Der Mann hier auf dem Bild, ja, auf dieser Karte, ist verletzt. Er hat einen Verband am Arm, er hat einen Kopfverband. Er hält sich eigentlich mit letzter Kraft an diesem Stab fest. In der Meditation empfing ich auch das Bild, den letzten Strohhalm greifen, ja. So als hättest du dich in der letzten Zeit noch an winzigen Strohhalmen festgehalten, die dir dein Gegenüber vielleicht gereicht hat. Es geht hier um immer wieder verletzt werden, immer wieder zurückgewiesen werden. Und es ist in dir, wie hier die kleinen Triebe an den Stäben,
sowas aufgekeimt wie Selbstschutz. Ja? Ich nehme hier wahr, dass du aufgrund dieser Verletzungen immer wieder plötzlich trotz allem gespürt hast, dass du dich schützen musst. Dass so, wie es jetzt in der letzten Zeit abgelaufen ist, was du alles versucht hast, dass du damit nicht weiterkommst. Und dass du jetzt dein Herz und deine Seele schützen musst vor weiteren Verletzungen. Weil du sonst noch mehr in dieses Leid fällst. Du beschließt, für dich einzutreten. Ja, kommen hier auch ganz stark. Die Erfahrungen, die du gemacht hast in der letzten Zeit und diese Seelenpartnerprozesse, die ziehen sich ja mit dieser schweren Energie schon seit Neujahr, beginnend schon im Dezember, ja, wurde es richtig schwer und richtig schmerzhaft. Aber sie erreichen jetzt meiner Intuition nach und auch was ich von der geistigen Welt empfange, ja, eine neue Dimension, nämlich die, dass der Seinlasser, ihr wisst, ich mag das Wort Loslasser nicht, ich verwende das Wort Seinlasser, dass der Seinlasser erkennt, wenn ich jetzt nicht wirklich auch sein lasse, blüht mir hier der größte Seelenschmerz, den ich mir vorstellen kann. An der Stelle frage ich, was ist dir denn in dem ganzen Prozess nicht bewusst? Was passiert in deinem Unterbewusstsein? Was darfst du dir jetzt hier in der Legung mal bewusst anschauen? Schau mal, und da fiel die Königin der Schwerter. Wer das letzte Reading geguckt hat, da lag hier der Teufel. Ja? Erinnert euch, ich habe euch damals gesagt, ihr seid euch nicht bewusst, wie abhängig ihr eigentlich noch seid von der Reaktion, von der Aktion eures Gegenübers. Wie sehr euch die Handlungen oder eben auch die Nichthandlungen eures Gegenübers immer noch in euren eigenen Gefühlen beeinflussen. Aber die Königin der Schwerter hier an der Stelle zeigt uns, dass sich hier schon einiges verändert hat. Also das heißt, in den zwei Wochen, überlegt euch das bitte, hat sich die Energie dahingehend verändert, dass du eigentlich schon weit gekommen bist, dass du schon einige Abhängigkeiten aufgelöst hast. Schau, die Königin der Schwerter hat hier um das Handgelenk so eine abgerissene Fessel. Das heißt, die hat sich schon von Fesseln gelöst. Die ist schon auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit. Das Schwert ist nach oben gerichtet. Das heißt, dir ist noch gar nicht bewusst, dass du bereits wesentlich mehr Kraft in dir hast als noch vor ein paar Wochen. Und die geistige Welt bringt diese Karte hier, damit du dir das mal bewusst machst. Ja? Damit du auch wieder noch positiver in die Zukunft gehst, weil dir klar ist, dass nur wenn du bei dir bleibst, ja, und dich auf dich und dein Leben konzentrierst, diese Situation verhindert werden kann. Ja? Und wenn wir hier weiterschauen an der Position, frage ich dann, was ist dir bewusst? Also wie siehst du die ganze Situation denn im Moment? Und da fiel der Stern aus der großen Arkana des Tarots, also eine sehr gewaltige Karte. Und der Stern sagt mir ganz klar, eigentlich weißt du, dass all das, was du dir von deinem Gegenüber, von deinem Seelenpartner oder deiner Seelenpartnerin wünschst,
bereits in dir ist. Diese Quelle hier oder dieser Brunnen, aus dem die Frau schöpft, ja, das ist dein innerer Reichtum, den du hast. Und ich sage es jetzt mal salopp ausgedrückt, dir dämmert allmählich, der Stern steht ja auch für Klarsicht, für Klarheit, dir dämmert allmählich, ja, dass nur indem du bei dir selbst nach all dem suchst, wonach du dich im Außen bislang gesehnt hast, nur wenn du bei dir selbst danach suchst, kann der ganze Prozess, der gesamte Seelenpartnerprozess überhaupt weitergehen. Solange du in der Bedürftigkeit bist, im Mangel und in dem Gefühl, du brauchst den anderen oder die andere für ein glückliches und erfülltes Leben, solange das so ist, wird der Prozess nicht weitergehen. Dein Mangel und deine Bedürftigkeit, dein Sehnen und Hoffen und Bangen blockiert den gesamten Prozess. Ja. Solange du nämlich diese Bedürftigkeit in dir hast, kann dein Gegenüber nicht zu dir kommen, weil aus tiefster und reinster Liebe, ja, die euch über viele Inkarnationen verbindet, kann er oder sie das nicht tun, weil du eben noch nicht da angekommen bist, wo du ankommen solltest, nämlich bei dir selbst. Also diese Botschaft wird mir ganz klar in dem Reading, dass es hier speziell darum geht, zu erkennen, dass dein Seelenpartner dich aus Liebe und nichts weiter ist hier ausschlaggebend. Es ist reine, tiefste Liebe. Auch wenn es dir anders erscheint, auch wenn du in seinen oder ihren Zurückweisungen, vielleicht nicht respektvollem Verhalten, vielleicht auch Ignorieren deiner Nachrichten, was immer auch, wenn du das nicht erkennst, weil es in Verkleidung erscheint, es ist nichts weiter wie pure, reine Liebe, um dich zu dem wahren Schatz in dir zu führen. Erst wenn du, und es dämmert den Seinlassern allmählich, ja, erst wenn du wirklich mit dir in deinem Leben vollkommen im Reinen, vollkommen erfüllt und glücklich bist, zufrieden bist, in deinem eigenen Brunnen schöpfen kannst, deine Mitte gefunden hast, erst dann und keinen Deut früher ist es überhaupt möglich, dass dein Seelenpartner in eine real physische Beziehung mit dir tritt. Ich weiß, das ist harter Tobak und ich weiß, das wollen viele von euch nicht hören. Aber ich sage es immer wieder in meinen Readings, bei mir gibt es nackte Wahrheit. Ich habe das heute während des ganzen Readings und auch in der Meditation genauso empfangen. Die geistige Welt will uns sagen, komme zu dir. Nur bei dir selbst liegt all das, was du im Außen suchst und sehnst und dir wünschst und erhoffst. Ja. Ich habe dann weiter gefragt, was von außen auf dich zukommt. Schau mal, ich sag's, wie es ist, nichts. Es wird nicht viel passieren in dieser ersten Aprilhälfte. Der Gehängte steht für Stagnation, für Erkenntnisgewinnung, Betrachten der Situation aus einem anderen Blickwinkel. Und was ich dazu empfange ist jetzt ganz wichtig. Jeder von euch, der den Wunschpartner los oder sein lässt, aus dem Motiv heraus,
dass er oder sie dann in die Handlung kommt, weil er oder sie euch dann vermisst. Der wird eines Besseren belehrt. Der Gehängte an der Stelle sagt ganz klar, der Prozess dieses Zu-Dir-Kommens, dieses Kontaktabbrechens, ja, dieses einfach mal sein lassen den anderen, nicht schreiben, nicht schauen, was er macht, nicht in den sozialen Netzwerken gucken, wie geht's ihm, mit wem ist er unterwegs oder sie, ja, einfach sein lassen, Fokus auf dich, muss einzig und allein dir zuliebe aus deinem eigenen Antrieb und für dich geschehen. Sobald es geschieht mit dem Hintergedanken, dass er oder sie dann ja auf dich zukommt, blockiert es erneut, weil du dann kontrollierst. Der Gehängte hier, der kann nichts mehr kontrollieren, weil der ist ja im Stillstand. Lass Kontrolle los. Lass Kontrolle los. Und wenn du beschlossen hast, ihn oder sie jetzt wirklich ganz sein zu lassen, vielleicht den Kontakt abgebrochen hast, ihm oder ihr geschrieben hast, du möchtest keinen Kontakt mehr, vielleicht blockiert auf Facebook, was weiß ich, WhatsApp-Verläufe gelöscht und, dann warte nicht drauf, dass der andere sich jetzt wieder meldet. Das ist die Blockade schlechthin, ja, sondern bleibe in der Position, in deiner Mitte, bleibe dabei, weiter, tiefer zu dir hinzukommen, alte Wunden anzuschauen. Und ich frage dann weiter, was sind deine Ängste oder Hoffnungen? Und da fiel das Ass der Kelche. Und da war mir ganz klar, diese Chance, du siehst bereits diese Chance, die der ganze Prozess für dich bietet. Die Assen sind immer Chancen. Und das Ass der Kelche ist ganz klar die Chance, deinen Wert zu erkennen, dir selbst die Liebe und Aufmerksamkeit zu geben, die du bislang und die letzten Wochen, Monate auf einen anderen Menschen gerichtet hast. Ja. Stell dir nur vor, wenn du nur einen Bruchteil der Energie, die du in den letzten Wochen und vielleicht sogar Monaten für deinen Wunschpartner oder deine Wunschpartnerin investiert hast, wie viel du an sie oder ihn gedacht hast, ja, was du dir alles ausgemalt hast, wie sehr du ihn oder sie überzeugen wolltest, dass du wert bist, geliebt zu werden. Überleg dir mal, wenn du all diese Energie für dich verwenden könntest. Wenn du für dich dieselbe tiefe Liebe empfinden könntest wie für deinen Seelenpartner. Denk da mal kurz drüber nach, über diesen Umstand, ja. Wenn die Liebe, diese tiefe, unendliche Liebe, die du für dein Gegenüber empfindest, dir selbst zugute käme. Frag dich auch, warum kann ich den Seelenpartner so über alle Maßen lieben, obwohl er mich vielleicht verletzt, obwohl er mich vielleicht nicht respektvoll behandelt, obwohl. Warum kann ich ihm immer wieder verzeihen und warum mir nicht? Warum finde ich ihn schön, obwohl er vielleicht dem gängigen Schönheitsideal nicht entspricht und mich nicht? Warum zieht es mich immer hin zu ihm oder zu ihr und nicht zu mir? Stell dir diese Fragen. Du siehst ihn oder sie als Königin. Warum siehst du dich noch nicht als Königin oder als König? Was ist noch in dir, was es da zu heilen gibt? Welche Aspekte in dir möchten noch Beachtung finden, die dich davon abhalten, dich genau so zu lieben, so innig und tief zu lieben wie ihn oder sie? Mach dich auf die Suche. Und schau mal, hier habe ich gefragt, in welche Energie kommen wir, vielleicht dann zur Mitte des Monats April hin, und da fiel der Herrscher.
Und der Herrscher steht für die geradlinige Verwirklichung. Du weißt, welchen Weg du gehen musst, hin zu dir. Und du gehst ihn, du wirst ihn gehen. So viele von euch sind jetzt gerade in der Phase des Erkennens, so wie es jetzt war die letzten Wochen und Monate, kann und wird es nicht weitergehen. Ich schlage jetzt eine andere Richtung ein. Es gibt den schönen Spruch, warum sollten andere Ergebnisse rauskommen, wenn du immer das Gleiche tust? Ja. Wenn du immer wieder die gleichen Verhaltensweisen zeigst, wenn du immer wieder das Gleiche versuchst und nichts von alledem hat dich auch nur einen Schritt weitergebracht, dann musst du was anders machen. Und viele von euch sind jetzt so weit. Sie sind so weit zum Seinlassen. Ja. Schaff Ordnung in deinem Leben. Fokussier dich auf dich. Und da geht es nicht nur darum, Ordnung in deiner Gefühlswelt zu schaffen, sondern ich meine es ganz real. Jetzt ist die Zeit für Frühjahrsputz in deinem Haus und in deiner Seele. Schaffe Ordnung. Schau, was passt noch zu mir, was passt nicht mehr zu mir. Miste deinen Kleiderschrank aus. Tu dir Gutes. Sei bei dir. Zieh Energie ab von deinem Dual oder deinem Zwilling. Denn nur wenn du diesen Energiefluss, diesen ständigen Energiefluss von Sehnen, Hoffen, Wünschen, Bangen, traurig sein, nur wenn du diesen Energiefluss unterbrichst, was der andere energetisch sofort wahrnimmt, ja, kannst du wirklich bei dir sein. Solange du immer wieder wie eine Energietankstelle, ich erinnere an meinen Facebook-Post über die Energietankstelle Seelenpartnerschaft, solange du Energietankstelle für dein Gegenüber bist, fühlt er oder sie sich genährt in der Situation, in der er oder sie sich befindet. Du bist leer und ausgebrannt und nichts passiert, alles ist blockiert. Komm in deine Mitte, bleib da. Und wundervoll, ich bedanke mich bei der geistigen Welt nochmal, habe ich schon mehrfach, aber jetzt nochmal hier im Video, für ihren Rat. Ich frage hier oben noch den Rat der geistigen Welt in dieser Situation, in den kommenden 2 Wochen. Schau mal, und da fällt die Kraft. Auch noch eine große Arcana-Karte, ja, haben wir jetzt hier 4 Stück hintereinander. Ich habe hier wahrgenommen, dass der Löwe auf dieser Kraftkarte deine Angst symbolisiert. Die geistige Welt sagt, zähme den Löwen in dir liebevoll. Das heißt, vielen geht es so, wenn sie diesen Schritt sich überlegen, wirklich den Kontakt abzubrechen zum Gegenüber. Oder um eine Kontaktpause zu bitten. Vielen geht es so, dass sofort Ängste hochkommen. Sie könnten den anderen dadurch verlieren. Diese Angst, die hier von dem Löwen repräsentiert wird, ja, gilt es liebevoll zu zähmen. Schau mal, die Frau auf der Karte legt dem Löwen ein Blumenhalsband um den Hals, ja, um ihn quasi an die Leine zu nehmen. Das heißt, verurteile dich nicht für diese Angst, wenn die hochkommt. Lasse sie zu, nehmen sie an, liebevoll, aber entgegne ihr bitte Folgendes, sagt die geistige Welt. Einen Seelenpartner kannst du nicht verlieren. Keine Entfernung, auch über Zehntausende von Kilometern, keine Zeitspanne des Nicht-Kontakt-Habens, kein anderer Partner, nichts und niemand kann die Verbindung von 2 Menschen trennen, die in einer Seelenpartnerschaft miteinander verbunden sind. Wenn du dich entschließt, ganz sein zu lassen für eine Zeit, die du dir und ihm oder ihr gibst, dass jeder seinen eigenen Prozess weiterführen kann. Du brauchst keine Angst haben, ihn oder sie dadurch zu verlieren. Ja? Hab keine Angst, sagt die geistige Welt hier ganz klar.
Gib dich deinem Leben im Hier und Jetzt hin. Die Karte hat auch etwas von Genussfreude, von Lebensfreude. Lebe im Hier und Jetzt. Genieße dein Leben. Lebe nicht in der Erwartung, wenn ich jetzt brav meine Aufgabe erfülle und meinen Selbstwert steigere und alles brav erledige, dann kommt er oder sie zurück. Nein, ganz klar nein. Das ist Ego, das dann aus dir spricht. Das ist dein Ego. Deine Seele will etwas anderes. Deine Seele will, dass du erkennst, dass du ein unglaublich liebevoller, wunderschöner, liebenswerter Mensch bist, genau so wie du bist. Und wenn du das erkennst, erkennt es auch dein Gegenüber. Verstehe, alles, was du in dir hast, ziehst du im Außen an. Solange du nicht viel von dir hältst, wie soll dann ein anderer viel von dir halten? Solange du dich nicht 100% für dich entscheidest, wie soll sich ein anderer 100% für dich entscheiden? Ja. In den Verbindungen, in denen der Seelenpartner noch in einer anderen Beziehung verharrt, ja, er sagt oder sie sagt zwar, ja, das ist alles nur noch Zweckgemeinschaft und ich bin eigentlich unglücklich und meine Liebe gehört nur dir, ja. Bitte. Du bist trotzdem nicht die Nummer 1 bei ihm oder ihr, sonst wäre er bei dir und nicht bei seiner Familie. Aber das zeigt dir nur eins. Es zeigt nur, dass auch du für dich noch nicht deine Nummer 1 bist. Und darum geht's hier. Darum geht's hier, das sagt die geistige Welt, werde deine Nummer 1. Hab keine Angst mehr davor, jemanden zu verlieren. Angst lähmt. Angst hindert. Angst ist das genaue Gegenteil von Liebe. Angst und Liebe sind zwei Gefühle, die niemals gleichzeitig existieren können. Niemals. Entweder du liebst, dann hat die Angst keinen Platz und keine Chance. Oder du hast Angst. Dann bist du aber im Ego und nicht in der Liebe. Ja, meine Lieben, jetzt habe ich mich wieder in Rage geredet. Puh. Also, ein heftiges Reading, aber wie ich finde, unglaublich klar und deutlich. Unglaublich klar und deutlich. Ich biete euch gerne meine Unterstützung an, wenn du ein persönliches Reading zu deiner Situation möchtest. Kannst du das buchen, entweder über meine Facebook-Seite oder per E-Mail. Die Links findest du in der Videobeschreibung. Ich freue mich über eure Kommentare, über Nachrichten, über Likes natürlich, über eure Seitenabos. Ich freue mich über jede Bemerkung, ob die Dinge, die ich mache, für euch hilfreich sind. Ja, und wenn es nur ein Satz ist, ich freue mich. Ich freue mich. Ich mache das von Herzen. Ich mache es mit ganzem Herzblut, um vielen von euch die Augen zu öffnen dafür, wie wunderschön ihr seid. Nicht nur im Außen. Ja, unsere Welt ist so unglaublich fixiert auf Äußerlichkeiten. Ja, aber schaut in euch hinein, in eure Herzen, in eure Seelen. Welch wunderschöne und wertvolle Geschöpfe ihr seid. Und werdet euch dessen bewusst. Ja, werdet euch dessen bewusst und haltet euch immer wieder vor Augen, wenn ihr euch dessen bewusst seid und dies dann energetisch automatisch ausstrahlt, dann sehen es auch die anderen. Ja. Und nur dann kannst du das anziehen. Du ziehst im Außen immer nur an, was im Inneren ist. Bist du erfüllt von, wunderschöne Karte hier, bist du erfüllt von Liebe, Zufriedenheit, Glück und Dankbarkeit, auch ein Riesenmagnet, dankbar sein für das, was ist, an jedem Tag von neuem, wirst du im Außen alles anziehen, was diese Empfindungen, die du in dir hast, noch bestätigt. Ja. Also ein wunderschönes Reading, aber heftig. Ich werde euch auf meiner Facebook-Seite heute noch ein Lied dazu
präsentieren eines deutschen Künstlers, was ich finde, was unglaublich gut zu diesem Reading passt. Es hat mir eine Followerin von meiner Seite empfohlen. Sie hat gesagt, sie hört es zurzeit und es passt so gut zu ihrem Seelenpartnerprozess. Und ich möchte euch dieses Lied nicht vorenthalten. Ich möchte es gern mit euch teilen. Es ist wunderschön. Und wer sich in diesem Reading gefunden hat, ja, der wird das Lied lieben. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne erste Aprilhälfte. Genießt die Sonne und den Frühling. Und denkt immer dran, ihr seid wundervoll. Jeder einzelne von euch. Ich umarme euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis bald, ihr Lieben. Eure Uli. Tschüss.